Ja, willkommen zu einem neuen Video von mir und in diesem Video beginnt wieder mal eine neue Serie. Ich sollte irgendwann mal damit aufhören, aber ich habe im Moment halt Lust, neue Serien zu starten. Allerdings ist diese Serie doch nicht ganz so neu, denn ich hatte sie schon mal auf meinem Kanal und zwar ein Tutorial zu HTML. Vielleicht kennt es der ein oder andere und wer es kennt, der wird gesehen haben, okay. Erstens sind es verdammt wenige Folgen und zweitens ist es auch nicht allzu gut erklärt. Das will ich mit dieser Tutorialserie halt beheben und dann fangen wir doch erstmal an. Wofür ist HTML da? HTML ist grundsätzlich einfach dazu da, um Webseiten zu erstellen. Also meinetwegen sowas wie YouTube oder was für eine Website ihr auch immer wollt, ist mit HTML erstellt worden. Zumindest teilweise. HTML ist nämlich einfach nur die Strukturierung der Webseite. Also meinetwegen, okay, ich will eine Überschrift haben, dann will ich irgendwie einen Untertitel haben, dann will ich, dass der Titel von der Seite meinetwegen YouTube ist oder so. Das alles kann man mit HTML machen. Und genau darum geht es in diesem Tutorial. Um nichts anderes, also nicht irgendwie, wie man die Seite besonders schön macht. Das kommt dann als später. Erstmal geht es nur um die Strukturierung. Und dann würde ich sagen, war es das mit dieser Vorepisode. Ich hoffe, ihr freut euch auf den HTML-Kurs und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.